Schönen Tag. Genau, bin ich übrigens froh, dass ich einigermaßen pünktlich bin. Ich habe bis gerade eben vor einer Stunde noch Vorlesung halten müssen, deswegen auch ein bisschen später. Genau, also 10 Minuten sind kurz, ich drücke direkt mal los. Genau, also meine Sichtweise ist, genau, wir leben in der digitalen Revolution. Das heißt, unsere Welt wird halt in allen Bereichen digital und ich habe hier nur mal ein paar dargestellt und wichtig ist halt, alles wird smart, das heißt von der Brille bis halt Smart Home, Smart TV, Smart Car, Smart Watch oder Smart Everything. Also sagen wir, es bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Genau, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da sind über die smarten Glühbirnen diskutiert worden, die ich halt letztendlich dann halt auch in meiner App direkt weiterschalten kann oder regulieren kann. Genau, der weitere wichtige Punkt ist, wir produzieren halt Unmengen an Daten. Das heißt also, ich habe hier mal Zahlen mitgebracht, genau 1,5 Terabyte an Daten. Also das können wir uns gar nicht mehr so richtig vorstellen und genau, sie steigen halt. Und genau, das ist halt eine Revolution, die halt deutlich voranschreitet. Und genau, ich hatte letztens einen Vortrag gehört, der hatte gesagt, okay, wir leben im Schachbrett. Und im Schachbrett heißt, wir haben halt die Hälfte der Felder überschritten. Das heißt also, das Explodieren greift auch immer weiter raus. Und diese Daten werden halt zunehmend halt in der Cloud zur Verbesserung der Internetdienste zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben Big Data von allen möglichen Daten. Genau. Die Internetanbieter, die uns das anbieten, wollen halt alles wissen und wie wir halt genau eigentlich schon wissen, Wissen ist Macht. Das heißt, der Mensch produziert eine riesige Menge an Daten und diese Zusammenführung wird halt von Unternehmen halt entsprechend umgesetzt und die Unternehmen versprechen uns halt letztendlich, dass sie die Daten auswerten und uns Empfehlungen geben, die unser Leben verbessern sollen und also sollen oder tun. Genau, das stimmt halt beides. Also sagen wir mal klar, es sind featureorientierte Dinge und die müssen wir halt diskutieren, was gefällt uns daran und was gefällt uns daran nicht. Und ich habe hier mal eine Geschichte unterwegs im Auto dargestellt und genau, wie Sie erkennen können, bin ich ja schon ein paar Tage älter. Das heißt, ich habe ja erlebt, als ich meinen Führerschein gemacht habe oder schon als Jugendlicher, hat mich der Straßenverkehr immer halt auch schon interessiert. Das heißt, ich bin in der Lage, mit Karten umzugehen. Das heißt, wenn ich von hier nach München fahren möchte, dann habe ich halt früher meine Karten genommen, habe mir einen Weg überlegt und bin gefahren. Und aus dieser Erfahrung heraus oder aus diesem Wissen heraus bin ich heute noch in der Lage, zu entscheiden, wie ich nach München fahre, halt auch ohne Navi-System. Also ob ich jetzt über Nürnberg oder Stuttgart fahre, das kriege ich halt hin. Oder ich habe als Jugendlicher, bin ich halt mit den Eltern immer nach Garmisch-Partenkirchen gefahren und genau, obwohl ich ja gar keinen eigenen Führerschein hatte, wusste ich immer genau den Weg. Also ich konnte meinem Vater sagen, jetzt muss er rechts, jetzt muss er links, weil ich mir das einfach gut merken konnte. Das heißt also, ich bin gewohnt letztendlich, auch ohne Navi-System klarzukommen. Genau deswegen möchte ich über das Navi-System jetzt nicht wirklich verteufeln. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, ist meine Erfahrung, wenn ich heute das Navi-System habe und ich nutze das Navi-System eigentlich immer, also auch wenn ich den Weg kenne. Also ich habe viele Fahrten zwischen Gelsenkirchen und Aachen zu tun. Ich kenne den Weg eigentlich in- und auswendig, also eigentlich auch im Schlaf. Trotzdem habe ich das Navi-System an, weil es mir Mehrwerte bietet. Also es bietet mir halt immer den Hinweis, dass ein Stau da ist und andere Dinge. Aber meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass ich eigentlich, wenn mein Navi-System mir sagt, hör mal, da ist ein Stau, du musst irgendwo anders herfahren, dass ich dann in der Regel Bauchentscheidungen treffe. Also es gibt Situationen, da folge ich dem Navi und es gibt Situationen, da folge ich dem Navi nicht. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass meistens meine Entscheidung die richtige ist. Und das ist meistens, dass ich dem Navi nicht folge, sondern in den Stau reinfahre. Ist halt die Frage, warum passiert das? Warum habe ich ein größeres Wissen als das Navi-System? Jetzt kann man sagen, okay, die Navis oder von dem Navi, was ich spreche, das ist halt erst 2 Jahre alt, das ist noch nicht so gut, wie es sein könnte. Aber genau, vielleicht mal ein paar Beispiele. Also wenn ich Auto fahre, habe ich mein Radio an oder ich habe vorher die Zeitung gelesen und dann weiß ich halt, genau, in Gelsenkirchen ist halt irgendwie ein Rockfest. Dann weiß ich natürlich, ein Rockfest produziert Staus.
Das heißt, wenn mir mein Navi-System sagt, hör mal, da ist ein Stau, dann sage ich, okay, klar, ich habe auch den Grund, die Ursache. Oder wenn ich halt weiß, in Köln ist irgendwas los und ich muss Köln umfahren. Also sagen wir mal, ich habe deutlich mehr Informationen über die Zeitung, über das Radio, als mein Navi-System. Weil mein Navi-System bekommt halt nur Verkehrsinformationen, also aus den Messinstrumenten der Autobahn oder von den anderen Fahrern, die halt sagen, ich habe aber Erfahrung in meiner langen Laufbahn, dass wenn irgendwo ein Konzert ist, dass halt ein Stau immer da ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich schon aufgelöst hat, relativ gering ist, weil ich vielleicht sogar weiß, das Konzert fängt um 3 Uhr an und dann dauert das ein bisschen. Also für mich ist immer, wenn in München-Gladbach ein Fußballspiel ist und ich dann von Gelsenkirchen nach Aachen fahre, dann weiß ich, da fährst du erst gar nicht hin, da brauche ich ja gar kein Navi zu. Also genau, was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, ist, wenn wir die Attribute nehmen, die ich halt hier bei dem Navi-System betrachte, ist, der Mensch kann komplexere Entscheidungen treffen. Das heißt also, mein individuelles Wissen ist noch höherwertiger als das Navi, was mir hilft. Ich möchte aber nicht falsch verstehen wissen, natürlich nutze ich das Navi, weil es mir einen Hinweis gibt, überhaupt meinen Denkprozess oder meine Intuition anzustoßen. Genau, warum ist mein individuelles Wissen halt wichtig, weil ich halt viele Zeit darüber nachgedacht habe, mir bewusst gemacht habe, warum halt Dinge sind und mein Gehirn, meine Synapsen halt quasi individuell sich entwickelt haben und ich halt einfach ein anderes Wissen habe als jeder andere in diesem Raum. Genau, es gibt aber ein anderes Problem, das heißt, wenn ich jetzt die Strecke nicht kenne, und das trifft halt immer häufiger zu, weil ich halt angefangen habe, letztendlich das Navi ja immer zu nutzen. Und ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich war mal auf der CeBIT und musste nach München, war da irgendwie ein Hotel eingebucht und fahr los. Und auf der Hälfte der Zeit fällt das Navi aus. Es war kaputt, also ich konnte da nichts machen, war auch nicht mein Auto und ich hatte auch keine Karten dabei. Und genau, bis München hatte ich überhaupt kein Problem. Da bin ich einfach bis nach München gefahren. Erstens, weil ich die Strecke kannte und zweitens, weil sie auch ausgeschildert war. Aber als ich in München ankam, war ich total verloren. Also es war dann irgendwann, ich bin nachts um 12:30 in München angekommen und habe dann 3 Stunden gebraucht, um mein Hotel zu finden. Was habe ich gemacht? Ich habe in der ersten Tankstelle gehalten, habe mal gefragt und die haben mich dann eine Ecke weitergeführt, habe dann bei irgendwelchen Kneipen geklopft, die eigentlich schon zu hatten, aber dann aufgemacht haben und dann habe ich wieder, also ich habe 3 Stunden gebraucht, um von dem Eingang von München mein Hotel zu finden. Was heißt das? Die Abhängigkeit des Navi-Systems an Menschen ist halt wahnsinnig groß. Das heißt, ich komme ohne gar nicht mehr aus. Und wenn das Navi nicht mehr funktioniert, bin ich halt aufgeschmissen. Oder ich muss halt 3 Stunden in Kauf nehmen für das, was ich mit Navi in 20 Minuten gemacht hätte. Genau, ein weiterer Aspekt, der mich halt eigentlich dann auch zukünftig ängstlich macht, ist halt die Frage, was ist denn, wenn ich demnächst nach München fahre und mein Navi-System mich irgendwann mal rausholt und ich dann beim Headquarter der Allianz vorbeifahre? Das ist die Frage, das könnte der richtige Weg sein. Es könnte aber sein, dass Google oder irgendjemand anders sagt, Mensch, wenn ich den Pohlmann jetzt bei Allianz vorbeifahre, dann kriege ich von der Allianz Geld. Genau, was ich damit sagen möchte, ist, dass, sagen wir mal, die Herausforderung ist, dass im Hintergrund Entscheidungen getroffen werden, die nicht in meinem Interesse liegen könnte. Also sagen wir mal, ich zahle ja möglicherweise für den Dienst nichts Besonderes und das wissen wir einfach alles. Es wird letztendlich die Idee, Geschäftsmodell, wir bezahlen mit unseren persönlichen Daten, dass natürlich der Anbieter dann überlegen muss, wie komme ich Geld rein. Und wenn ihr sagt, okay, ich kann den Pohlmann mit einer Umwegzeit von 3 Minuten bei Allianz vorbeifahren und dafür kriege ich halt 35 Cent, dann machen die das. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt wegen einem Stau ist oder ob das sinnvoll ist, der schnellste Weg ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das kann man sagen, ich habe mich auch daran gewöhnt. Also wenn ich irgendwo hinfahre, sage ich einfach, okay, da steht halt irgendeine Ankunftszeit und wenn die mir genehm ist, dann akzeptiere ich das. Dann ist mir das auch fast egal. Aber mir ist halt nicht egal, wenn ich halt letztendlich missbraucht werde, einen Umweg zu fahren, 3 Minuten meines Lebens zu opfern, nur dass der Anbieter halt mich bei Allianz vorbeifährt und dafür halt Reklamegeld verdient. Genau, das ist einmal so eine Geschichte, wo ich denke, daran kann man so ein paar Probleme aufzeigen, die wir heute schon längst haben, die wir aber in der Zukunft berücksichtigen müssen. Genau, wenn wir jetzt so einen Aufbau eines Dienstes grundsätzlich betrachten, also ein System, was halt über Sensoren
irgendwelche Informationen über mich halt ausarbeitet oder berechnet oder misst, dann werden halt dann personenorientierte Daten generiert, die halt gespeichert werden. Und diese personenorientierten Daten sollen dann halt zum Anbieter gehen und der Anbieter hat irgendeinen Algorithmus, wo er halt entscheidet, welche Handlungsempfehlungen er mir gibt. Meinetwegen, woher ich fahren soll oder was ich trinken soll, was ich essen soll oder egal, welche Entscheidung getroffen werden muss. Genau, und wenn wir dann sehen, genau, was ist denn eigentlich der Mehrwert? Der Mehrwert für den Anbieter ist natürlich, dass er nicht nur meine Daten hat, sondern die Daten von anderen, also die Vergleichbarkeit. Genau, die Vergleichbarkeit von Daten ist natürlich hilfreich. Wenn ich sage, alle tun etwas und ich tue etwas anders, dann mag das ja sein, dass die Tendenz dazu ist, dass ich halt auch das tun soll, was alle machen, weil alle vertun sich ja nicht. Haben wir gerade schon mal gehört, Schwanintelligenz. Genau, das mag ja sein, das ist auch sicherlich ein wichtiger Aspekt, den ich halt entsprechend nutzen möchte. Aber die Gefahr, die hier besteht, ist natürlich, ich zahle mit meinen persönlichen Daten und was der Anbieter mit meinen persönlichen Daten zu, habe ich ja keinen Einfluss drauf. Also klar, ich hätte mir vorher die AGBs durchlesen können, die sind aber in den letzten 2 Jahren 5-mal verändert worden und die kann ich sowieso nicht verstehen oder den Hintergrund begreife ich nicht. Also ich habe hier quasi eine Willkür, dass der Anbieter mit meinen Daten macht, was er möchte. Obwohl ich ja hier im Sinne der informationellen Selbstbestimmung das Recht habe, das selber zu entscheiden. Das heißt, wir haben hier ein Recht, was wir nicht wirklich ausnutzen, was wir rein theoretisch natürlich ausnutzen könnten, aber nicht tun. Genau, das, was mir natürlich besonders gut gefällt, ist, dass der Anbieter möglicherweise allgemeines Wissen und Erfahrungen nutzt, um seinen Algorithmus zu verbessern. Das heißt, der hat halt über Studien, über Wissen, über Erfahrungen, weitere Informationen, um meine Entscheidung letztendlich zu optimieren. Das ist ein Feature, was ich natürlich sehr gut finde, weil also ich nicht nur meine persönlichen Daten habe, mich nicht nur mit anderen vergleiche, sondern halt allgemeines Wissen nutzen kann, um eine perfekte Entscheidung für meine Handlung zu bekommen. Genau, das, was mich jetzt wieder wahnsinnig stört, ist, dass halt der Anbieter eigene Ziele hat. Das heißt, wenn ich einen Dienst nutze, für den ich nicht bezahle, also nicht mit Geld bezahle, heißt er, der Anbieter muss irgendwie überlegen, dass er damit Geld verdient. Und das ist halt wieder das, was mich halt stört, wo ich sagen kann, wenn ich die Ziele nicht kenne des Anbieters, kriege ich Handlungsempfehlungen, die ich nicht wirklich beurteilen kann. Das heißt, er sagt mir jetzt, statt Mineralwasser trinkst du Bier. Gut, ich bin jetzt ein Rheinländer und trinke gerne Bier. Würde ich sagen, mit der Entscheidung kann ich ganz leben. Aber ich würde es gerne wissen wollen. Ich würde gerne wissen wollen, warum ich jetzt statt Mineralwasser Bier trinken wollte. Wenn es nur darum geht, dass der Anbieter damit Geld verdient, dann tue ich halt irgendwas, was der Anbieter möchte. Und meine freie Entscheidung, meine Selbstbestimmung, die gebe ich auf. Natürlich habe ich immer noch letztendlich in den Handlungsentscheidungen Dinge, die für mich interessant sind, aber die sind halt sehr stark eingefärbt vom Anbieter. Und da finde ich halt ein großes Problem, was wir erkennen müssen, dass es möglich sein muss, dass der Anbieter uns einen Hinweis gibt, wie er zu Entscheidungen kommt. Also was ist dieser Algorithmus? Und ich, wenn ich diesen Handlungsvorschlag bekomme, entscheiden kann für mich, ob ich das Ganze jetzt nutzen möchte oder nicht. Und wenn ich weiß, welche Inputs hier sind, dann habe ich eine Chance, das halt auch für mich letztendlich in meine Entscheidung mit reinzuführen. Aber das ist halt das, was überhaupt nicht im Interesse des Anbieters ist und was der Anbieter mir typischerweise auch nicht mitteilt. Und wenn ich diesen Gedankengang jetzt versuche zusammenzufassen in einem Fazit, dann habe ich erstmal die positiven Aspekte. Also die positiven Aspekte sind halt in der Gesamtheit, dass ich mir erstmal überlege, wenn ich halt dieses vorige Bild sehe, dass es ja nur eine Handlungsempfehlung ist. Also ich ja halt immer noch die Möglichkeit habe, selber zu entscheiden. Und das heißt, das müssen wir uns halt auch bewusst werden. Individuelles Wissen und die Komplexität zu denken, sind Algorithmen heute noch überlegen. Das heißt, ich muss immer wieder mir selbst bewusst machen, dass mein eigenes Bauchgefühl, meine eigenen Erfahrungen erstmal höherwertiger sind. Dass ich halt immer wieder darauf achten muss und dass ich halt dafür sorgen muss, dass ich diese Kompetenz, die ich besitze, mir bewusst mache und die halt immer in die Entscheidungen mit einbringen. Dann müssen wir aber halt erkennen, dass die Algorithmen
in der Informationsverarbeitung natürlich deutlich besser sind als wir Menschen. Das heißt also, wenn zum Beispiel ich einen Schachcomputer habe und Schachspiele, das wissen wir ja, dass die Computer natürlich aus den Millionen, Milliarden Schachspielen der Vergangenheit natürlich sehr schnell in der Lage sind, hier quasi Informationen rauszuholen, die mir helfen würden, ob ich jetzt nun den einen oder einen anderen Zug mache. Die Intuition ist wichtig, weil ich halt Erfahrung habe. Auf der anderen Seite hilft ein Algorithmus mir dabei, das Ganze halt entsprechend umzusetzen. Das heißt, pro ist halt immer zu sehen, dass wenn es richtig angewendet wird und wenn der Algorithmus wirklich eine neutrale Information zu mir zur Verfügung stellt, dass individuelles Wissen und Algorithmus einen Mehrwert darstellt. Das heißt, meine Erfahrung, mein Wissen, aber auch die Informationen des Algorithmus sind mehr wert, als wenn ich nur meine eigenen Erfahrungen mit einbeziehen würde. Also das ist die Pro-Seite. Und die Kontra-Seite ist halt der Aspekt, Dienste sind halt nicht kostenlos. Keiner kann einen Dienst aufbauen, ohne was zu, oder ohne Kosten damit zu produzieren. Das heißt, mir muss bewusst sein, dass ich halt mit meinen persönlichen Daten bezahle. Und wenn das so ist, und das ist halt in den meisten Fällen so, müssen wir einfach feststellen, die Konsequenz ist, am Ende wird eine Entscheidung getroffen im Sinne der Handlungsempfehlung, die dem Anbieter dient und nicht nur dem Nutzer. Weil der Anbieter darüber halt sein Geld verdient oder einige, die halt Entscheidungen haben wollen, über Geld Dinge beeinflussen. Das heißt, ich habe hier eine Herausforderung, die halt wahnsinnig hoch ist, das halt entsprechend oder entsprechend Dienste zu bekommen, die mir klar sagen, wie der Algorithmus funktioniert. Ein anderer Punkt ist natürlich, so mehr ich mich auf Handlungsempfehlungen von solchen intelligenten Diensten, von Algorithmen einlasse, umso mehr mache ich mich abhängig, Beispiel Navi-System, weil ich keine Karten mehr habe und natürlich auch unwissend. Also irgendwann mal ist meine Kompetenz gar nicht mehr vorhanden, weil ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Also wenn jetzt heute ein junger Mensch einen Führerschein macht, der hat sich noch nie eine Karte gekauft, der weiß wahrscheinlich noch gar nicht, wo München oder Berlin liegt. Ist ja auch völlig egal, er setzt sich in sein Auto, gibt München ein und kommt dahin. Und ob das jetzt im Süden oder im Norden oder im Osten ist, das interessiert ihn gar nicht, weil er erreicht ja sein Ziel. Aber das Wissen, wo München liegt und das Wissen, wie, wenn das Navi-System nicht funktionieren würde, wieder hinkommt, das geht verloren. Und das müssen wir uns halt bewusst machen, dass wir die Vorteile natürlich nutzen wollen, aber wir wollen natürlich auch nicht doof sterben. Das heißt, der wichtigste Punkt ist, die IT soll den Menschen dienen und nicht der Mensch den kommerziellen Dienstanbietern. Und das ist halt die Herausforderung, die ich sehe. Genau, wie schaffen wir es, Dienste zu bekommen, die einen Mehrwert darstellen, die aber völlig transparent sind und wo ich halt völlig transparent letztendlich es schaffe, letztendlich hier eine Entscheidung zu nutzen und den Algorithmen als Mehrwert zu begreifen, ohne dass ich halt eine Abhängigkeit bekomme oder dass ich halt unwissend werde. Genau, das zu meinem Eingangsstatement. Vielen Dank. Applaus